Jetzt weiter hier. Hier sind sie nicht. Mir wurde aber gesagt, dass die hier sind. Ich sagte, hier sind sie nicht. Okay. Okay, ja, das kennen wir. Seine Mutter. Seine Zukunft. Ultrabestien. Korridor B. Ja gut. Vielleicht irgendwo hier. Versuch's mal hier. Der Weg ist versperrt. Hier. Hier komme ich auch nicht rein. Ein Rätsel. Ich kann nur da rein. Nur hier. Hier ist abgesperrt. Okay. Hat Tadi einen Hinweis? Los, Zwergforst, teilen wir uns auf und sehen uns um. Das sagtest du bereits. Er zerbricht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension, der Ultra-Dimension, ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die sodann eine Ultra-Pforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstantem Stress setzt. Oh Mann! Was für Arschlöcher sind das, den Pokémon unter konstanten Stress zu setzen. Ach du heilige Kacke. Und die Ultrapforte dauert. Und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was für Aslaks? Was? Cosmog ist vielleicht ein Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Ah, da war sozusagen der Ort, wo es weitergeht. Käfige, hier ist niemand drin. Hier ist auch niemand. Ja, müssen wir es halt Gladio erzählen. Und da geht's also weiter. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog. Mal sehen. Es ist eventuell auf eine Ultrabestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Es muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist Lily mit ihnen abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Das ist nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Daniels Stärken. Ich frage mich, ob das absichtlich macht oder ob er das macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir hier alle im selben Schlamassel. Okay, folgen wir ihm auf Twitter und auf Facebook. Oh, kann ich da jetzt rein? Entschuldigung, ich bin neugierig. Ein Item. Top-Genesung. Und was sollte hier so Gefährliches sein, dass ich da nicht reingehen durfte? Tja, da stand es davor und ließ mich nicht rein. Und weshalb das wohl? So. Und wo jetzt weiter? Hier lang? In welches Stockwerk möchtest du?
Eigentlich sind gar keins, aber ich muss Gladio finden. Wo ist denn der jetzt hin? Eigentlich hier lang, oder? Ja gut. Vielleicht erstmal zum Eingang. Da ist er. Zwergenfürst! Ich wusste, Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Was sollen wir nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Nicht einen Schritt weiter. Das ist ein Befehl vom Regionalleiter Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Oh, Zwergfürst, die können wir nur im Team erledigen. Tja. Foundation-Personal möchte kämpfen. Pelipper und Pampros. Und Tali setzt Reicho ein, ich setze Lea ein. Los geht's. Juwelenkraft auf Pelipper. Und du setzt mal was anderes auf Pampros ein. Pelipper wurde besiegt. Woohoo! Der Lukas erreicht Level 37. Ach, Lukas. Entschuldigung. Dunkle Klaue? Ja, klar doch. 1, 2 und schwupp. Lukas hat Schlitzer vergessen und Dunkle Klaue erlernt. Perfekt. Aha. So. Jetzt nochmal Juwelenkraft ein. Könnte ja effektiv gegen Pampros sein. Rein theoretisch. Ich denke, das haben wir auch gleich. Juwelenkraft. Verdammt. Nö. Fähigkeit von Pampros lockt. Nicht das Effektivste. Oha. Der geht's gerade nicht so gut. Finte vielleicht. Los! Pampros setzt Geduld ein. Los. Psychokinese auch gut. Und jetzt der. Deine Attacke. Finte. Na. Ach Mann. Zähigkeit von Pampros. Scheiß Zähigkeit. Los weiter, du hältst es aus, Lea. Ja. Sieht aber nicht sehr nach Geduld aus. Yes, we can. Wir haben es geschafft. Gemeinsam. Lea erreicht Level 34. Und Ben erreicht Level 39. Du besiegst älter Personal. Das war eine wahre Kindheitsleistung. Ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder der Inselwanderschaftschamp werden wollen. So drauf. Ihr macht mir richtig Angst. Zwangfürst gewinnt 3552 Punkte. Siegreich aus dem Kampf vorgegangen, würde ich sagen. Sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselmannschaft aus ihnen. Und jetzt aus dem Weg. Sie gehorchen aufs Wort. Puh, danke Zwergenfürst. Und natürlich auch Snobby Card.
Wenn unsere Gegner nicht nachgeben, dürfen wir das erst recht nicht. Richtig? Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dome Royal gesagt hat, ist da vielleicht doch etwas Wahres dran. Das ist doch Gladio. Ja, du bist es wirklich. Pia. Okay. War das nicht die Empfangsdame? Ihr kennt euch. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Zwergfürst Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Okay, scheinbar ist nicht das komplette Team Äther komplett verrückt. Kannst du mir sagen, wo Lili steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Okay. Och nie. Noch mehr Teams. Cool. Nein, Team Äther. Fritzen. Na, jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr wärt brav im Unterschuss geblieben. Was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann herauskommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ihr genug Zeit habt, meinen Untergebenen zusammenzutrommeln. Sag mal, Herr Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Was soll diese Frage? Natürlich habe ich den Schlüssel. Aber dann hättest du dich doch nur vor uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Was? Genug der Worte. Ja, da haltet die Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Zwergfürst. Noch ein Kampf. Wir haben in letzter Zeit verdammt viele Kämpfe gemacht. Vor allem hier in der Äther-Basis. Äther-Foundation-Personal fordert sich heraus. Äther-Foundation-Personal möchte kämpfen. Ach, wieder zwei Pokémon. Doppelkampf. Kriegen wir hin. Los, Lea. Los, Golbat. Ein Golbat. Der hat einen Golbat. Ach, stimmt ja. Vor nicht allzu langer Zeit gegen ihn gekämpft. So, Magma. Und Golbat dann hoffentlich auf den anderen. Das war mein Plan. Aber gut. Golbat ist sowieso nicht mega stark. Aber wir kämpfen mit Gladio zusammen. Mit einem Team Skulltyp. Das ist mal eine Sache. Ich und Team Skull. In einem Kampf. So, ich setze nochmal Juwelenkraft ein. Diesmal aber auf Electric. Könnte ja sein, dass das bringt. Nein! Du hast Lea elektrisiert. Ja, erledigt Magma. Und ich jetzt hoffentlich das Electric. Quaido zu euch Level 46. Juwelenkraft. Naja. Könnte es besser.
So, ich versuch's weiter. Vielleicht mal mit Finte. Elektroball. Nicht auf Lea, oder? Golbert. Dankeschön. Golbert setzt Giftzahn ein. Ein bisschen effektiv. Oh, war sogar ein Volltreffer. Ist vergiftet. So, ich mit Finte. Vergiftung. So, Golbert setzt noch weiter was ein. Verbrennung schadet Golbert. Ich diesmal mit Biss. Und Golbert mit was anderem. Ladungsstoß. Oh, beide. Na toll. Und Golbert wurde auch besiegt. Na supi. Und da gibt es aber noch etwas, was sich John nennt und jetzt zurückkommt und sich bei dem Elikit rächen wird. Und dann gibt es auch noch Typ 0 von dem Skullfritzen. Dark Lariat. Aber immer doch. Nee, du besiegst mich damit nicht. Typ 0 ist paralysiert. Ich setz Dark Lariat ein. Bats in your face. Statik von den Elektrik wird juckt. Ich bin paralysiert. Okay. Kann man ja in der Pokepause mal heilen. Bloß gerade jetzt nicht so. Ich glaube, das ist gerade nicht so gut, die Pokepause zu aktivieren. Mist, muss ich jetzt wieder der redlichen Arbeit des Pokémon-Schutzes nachgehen. Die Niederlage wirft einen dunklen Schatten auf die meine Laune. Zwergfest gewinnt 3648 Punkte. Ich werde reich. Oh, unmöglich. Wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Zwergfürst, Tali, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Und selbstverständlich kümmern wir uns um Fabian. Nein, 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 nein! Ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte uneinnehmbare Bastion hier im Ätherparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle Male in einem Multikampf. Und bist du bereit, Zwergfürst? Wenn wir Lilly und Cosmo retten wollen, müssen wir zusammen mit unseren Pokémon alles geben. Multikampf, was auch immer das sein mag. Der ist doch keine Herausforderung, haben wir doch schon mal gesehen. Der hat doch nur ein Pokémon. Okay, aber der andere hat scheinbar drei. Auch kein Problem. Multikampf, werden wir jetzt sehen, was das ist. Zwei Pokémon dort. Zwei Pokémon hier. Okay, die sieht aus wie ein Doppelkampf. Kann sich aber vermutlich noch die Funktion etwas ändern. Ich setze hier das hier auf das hier ein. Psychokinese. Ja. Lichtschild. Als ob Lichtschild etwas bringen würde. Jubelkraft. Jo, effektiv. Kann man wohl nennen. Raichu ist schläfrig geworden. Bloß nicht einpennen. Dann bin ich hier wieder auf mich allein gestellt. Die Frage ist, was ist der Unterschied zu einem Doppelkampf? Auweia. Ja, wurde besiegt. Sah grad so gut aus. Ja, Raichu schläft. Los, John, du darfst sie wieder mal rächen. Und das ist dir bisher ja mal wunderbar gelungen. Flammenwurf auf Lilian. Na komm. Raichu schläft, ja, das weiß ich. Soll er weiter schlafen?
Jetzt ist er eh K.O. So. Aus dem Gürtel feuert er das. So, Nummer 1 hätten wir. Dann bleiben 3 weitere. Kriegen wir aber auch noch hin. Denke ich. Silvaro und Fulgero. In einem Kampf. Schön, das auch mal zu sehen. Ja, meine Feuerkarte wird jetzt nicht viel bringen. Lamus ist ein Wasserpokémon. Aber zum Glück gibt es da hier noch den. Wow, wir sehen die Z-Attacke von Silvaro. Eine brillante Blütenpracht. Dann hoffe ich, das bringt mal was. Kali hat das eingesetzt. Okay. Sieht hübsch aus. Oh, bringt auch was. Ordentlich. Och nee. Nicht einpennen schon. Jetzt nicht. Setz Dunklariat ein. Mach's platt. Bams. Platt gemacht. So, blieben nur noch 2. Da waren es nur noch 2 und John schläft ein. Ja, komm. Hier wird nicht geschlafen. Ich weck dich wieder auf. Ja, mit dem Aufwecker. Zack. Und John, aufstehen. Du bist in einem wichtigen Pokémon-Kampf. Mehr oder weniger wichtig. Rasierblatt, okay. Das scheint's zu bringen. So, John. Biss. Knirpfisch. Ja, ist ein Wasser-Pokémon. Das ist jetzt nicht so toll. Aber das hätten wir auch besiegt. Eins bleibt noch. Komm schon. Schon erreicht Level 47. Lukas erreicht Level 38. So. Hypno. Das ist doch das Pokémon von dem Regionalleiter. Und da auch Lariat. Bringt da sehr viel. Los, auf, mach's Platz. Na, das war ja episch. Ein epischer Sieg. Level 40. Haben wir sie wieder besiegt. Um es mit den Worten eines weisen Mannes zu sagen. Ja klar, eines weisen Mannes. Wir möchten Lilly retten. Du lässt uns doch jetzt durch, oder? Hoffnungsvolle Blicke. Der lässt uns einfach durch. Danke für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Oh, wie ich knapp abscheue. Na dann durch mit uns. Oha, Team Skull. Bormley. Den haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Mann, wie viele von denen sind das denn? Arbeitet Team Skull etwa für die Aether Foundation? Wow, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber egal, der Schock muss warten. Los, Zwergenfürst, den zeigen wir's. Okay, jetzt auch noch Team Skull. Der liegt wieder auf dem Boden. Was ist mit dir? Legst du einfach rum, hängst ein bisschen ab.
Naja, gut. Kann ich irgendwie drum rumlaufen? Ich mache das gerne, drum rumzulaufen. Nö. Scheinbar nicht. Liegen und stehen sie einfach hier rum. So, aber.